sind wieder da mit einem neuen Video für euch und ich dachte mir, weil heute das Wetter so schön ist und ich voll Bock habe auf Eis. Bei dem Wetter hat man einfach Bock auf Eis. Wir gehen heute zusammen Eis essen, ja. Aber normal wäre ja langweilig, deswegen dachte ich mir, wir gehen heute zusammen zur schlechtesten Eisdiele meiner Stadt. Ja, ihr hört richtig. Ihr wisst, Hamburg ist richtig groß, ne? Hier gibt es so viele Eisdielen, das ist unfassbar, wie viele Eisdielen es gibt. Aber ich habe zwei so richtig schlechte gefunden. Aber bei der einen dachte ich mir, da wurde eher der Kaffee irgendwie kritisiert. Deswegen, das macht ja gar keinen Sinn. Ich meine, ich will schlechtes Eis haben, kein Kaffee. Deswegen dachte ich mir, gehen wir zu einer anderen. Und wie ich gesehen habe, ist die auch noch im schlechtesten Stadtteil meiner Stadt. Das kommt noch hinzu. Ich weiß jetzt nicht, ob es das so viel besser macht, aber okay. Ja, jedenfalls waren die Bewertungen richtig kacke. Wir lesen uns die gleich mal nochmal gemeinsam durch, damit ich weiß, was ich auch bestellen muss. Und ja, ich habe, um ehrlich zu sein, ein bisschen Angst vor Bauchschmerzen. Davor habe ich die größte Angst. Deswegen geht man ja auch meist nicht dorthin, wo es schlecht bewertet worden ist. Weil man ja Angst hat, dass man irgendwie eine Lebensmittelvergiftung bekommt oder voll enttäuscht wird. Aber ich hoffe, davon passiert nichts. Davon habe ich jetzt nichts gelesen. Gott sei Dank. Wir gucken auf jeden Fall mal, wie das Eis so schmeckt. Ob das stimmt, was die Leute sagen. Ob es wirklich so schlecht ist. Ob der Service vielleicht kacke ist. Keine Ahnung. Wir finden das auf jeden Fall heute heraus. Und Leute, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Schaffen wir 30.000 Daumen nach oben, dann teste ich wieder was richtig Schlechtes. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, was es sein soll. Wo soll ich als nächstes essen? Wo soll ich als nächstes hin, wo es mega kacke sein soll? Schreibt es mir. Ich werde es für euch ausprobieren. Und ja, ich würde sagen, wir lesen uns jetzt einfach die Bewertung durch. So, kommen wir auch schon zur ersten mega schlechten Bewertung. Und zwar nur ein Stern. Ätzendste Waffel, die ich bisher essen musste. Das Vanilleeis dazu ist einfach nur widerlich süß und schmeckt nicht nach Vanille. Die Kirschen sind aus dem Glas heraus etwas erwärmt worden, aber leider keine heißen Kirschen, wie man sie kennt. Heiß und eingedickt. Das klingt schon mal nicht so lecker. Um ehrlich zu sein, ich liebe Waffeln, deswegen bin ich echt gespannt, wie das schmecken wird, ob das wirklich stimmt. Kommen wir auch schon zum nächsten Eiscafé, was nicht unbedingt seinen Namen Ehre macht. Habe Waffeln mit Eis bestellt. Für 6,50 Euro würde ich mit frischen Waffeln rechnen. Sind es aber nicht. Kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Latte schmeckt wässrig. Das klingt. Dann haben wir noch eine richtig lange Bewertung. Gestern war ich auf dem Weg zu einem Termin und dachte noch schnell eine Erfrischung in Form eines Eises zu mir zu nehmen. Ich war bereits ein paar Mal im Eiscafé, war aber vom Geschmack nie so richtig überzeugt. Nach dem fraglichen Genuss des gestrigen Eises steht aber nun fest keine weitere Chance. Ja, wie der Gute sich hier ausdrückt, ne? Oh mein Gott. Selten habe ich ein Eis gegessen, das so viele Eiskristalle enthalten hat wie dieses. Ich probierte die Geschmacksrichtungen Honig, Melone und Banane. Okay, die werden wir uns bestellen. Hätte ich nicht gewusst, was ich da im Becher habe, herausgeschmeckt hätte ich es nicht. Okay, kein bisschen Banane oder Honigmelone, sondern irgendwie nur künstlich und extrem süß. Definitiv mein letzter Besuch. Da gibt es bessere Eisdielen. Basta, ich habe fertig. Wow, voll gegeben. Wir waren gestern mit einer größeren Gruppe im Eiscafé. Der Service war okay, aber auch nicht überragend. Das Eis war geschmacklich in Ordnung. Es war nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht. Dann aber der absolute Horror und für mich ein No-Go. Ich hatte mitten in meine Kugel Eis ein langes Haar. Digga, was macht da ein Haar drin? Ihh! Und somit war es auch für uns der erste und letzte Besuch im Eiscafé. Sowas ist einfach nur ekelhaft. Okay, es kann ja passieren, aber eigentlich sollte es nicht passieren. Das ist echt eklig. Ich glaube, ich könnte das Eis auch nicht aufessen. Ja, dann haben auch welche hingeschrieben, hochgradig unhöflich und überteuert. Dann, der Name ist schon etwas irreführend, nix mit Italiener. Das Eis ist in all seinen Variationen und Zubereitungen eher Durchschnitt, nichts Dolles. Da wird nichts selbst gemacht, Industrieeis also. Wow, das klingt auch schon mal mega toll. Immer voll und zu laut. Aber ich muss dazu sagen, das ist in einem Einkaufszentrum. Ich habe selber mal diese Eisdiele gesehen, schon mal. Also als ich das Bild gesehen habe, dachte ich mir, okay, das kennst du irgendwie. Aber es ist halt in einem Einkaufszentrum. Das ist ja normal, dass es da dann laut ist. Dafür können die ja meist nichts. Obwohl, wenn die ja so mega laut arbeiten und so, ich habe keine Ahnung. Aber wir werden es auf jeden Fall jetzt gleich mal sehen. Wir gehen jetzt gleich los. Ich werde es für euch ausprobieren. Ich hoffe nur nicht, dass ich da ein langes Haar drin habe. Und ja, es klingt auf jeden Fall schon mal richtig schlecht. Mal gucken, ob es aber der Wahrheit entspricht. Mal gucken, wie ich es finden werde. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, was gibt es Schöneres, als bei so einem Wetter das schlechteste Eis deiner Stadt zu essen? Also ich
Ich weiß nicht, was die Leute haben, aber die Eisdiele sieht echt gar nicht mal so schlecht aus. Und die Auswahl ist auch krass. Also schon echt viel Eis und es sieht wirklich gut aus. Und es sind sehr viele Leute drin. So, ich bin jetzt hier bei dem Eisladen, den ich gefunden hatte auf Yelp, also Google. Und jetzt schauen wir uns erstmal die Karte an. Mal gucken, was da so drauf ist und wie viel das Ganze so kosten wird. Und dann bestellen wir uns das. Okay, eine Kugel am Tisch kostet 1,60 Euro. Das ist schon ein bisschen viel, oder? Vor allem, warum verlangen die mehr, wenn man hier sitzt, als wenn man das so mitnimmt? Aber der Mitnehmpreis ist auch schon teuer gewesen, wie ich gesehen habe. Und was haben wir hier? 6,10 Euro für ein Spaghetti-Eis. Okay. Aber es gibt ja manche, die ein bisschen mehr verlangen, wenn man drin sitzt. Also auf jeden Fall werde ich mir noch so einen Eisbecher bestellen. Einfach mal so, um zu probieren, weil die sehen schon geil aus. Also mal ganz im Ernst, wenn das so aussieht wie auf dem Bild, dann geht das voll in Ordnung. Mal gucken. Ich muss mir jetzt erstmal alles genau anschauen. Wo ist meine Waffel? Wo ist meine Waffel? Wo ist meine Waffel hin? Wie viel kostet die überhaupt? Gucken, ob der Preis noch stimmt. Okay, ich habe die Waffel gefunden, aber hier steht nur im Winter. Bieten wir das trotzdem noch an? Mal gucken. Ich werde es probieren. Hier mit Eis 4,20 Euro. Mit Eis und Kirschen 6,20 Euro. Okay. Also ich hoffe, das sieht dann auch wirklich gut aus und es ist eine große Waffel. Alter Schwede, so viel? Das ist schon echt teuer. Warum ist das so krass teuer? 6,20 Euro? Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade nicht die ganzen Preise von anderen Eisdielen im Kopf, aber es kommt mir schon echt happig vor, wirklich. Aber da erwarte ich auch eine riesen XXL-Waffel, bitte. Bietet ihr noch die Waffeln an? Ups. Da hätte ich gerne einmal eine Waffel mit Vanilleeis und Kirsche. Habt ihr das? Mal diesen Fruchtbecher. Und habt ihr Honigmeloneneis? Dann einmal Melone und einmal Banane. Ja, das war's. Okay, danke. So, ich habe gerade bestellt. Das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen, bis das Essen kommt. Aber die Bedienung war eigentlich ganz nett. Keine Ahnung, aber es ist sehr laut. Wirklich sehr laut hier. Aber was erwartet man, wenn es mitten im Einkaufszentrum ist? Fühlt sich ein bisschen so an wie bei McDonald's. Keine Ahnung. Aber mal schauen, wie das Eis wird. Es gibt noch Waffeln. Es gibt Waffeln. Aber ich glaube, so richtig Italiener sind das hier nicht. Auch wenn die einen italienischen Namen haben. So, Meloneneis hatten die nicht mehr, deswegen habe ich stattdessen Erdbeereis genommen, weil das so eine Standardsorte ist. Aber mein Eis kam sofort an, hat glaube ich so 3 Minuten nur gedauert. Und meine Waffeln sind auch da, Leute. So sieht das jetzt aus. So, das ist jetzt mein Eis hier, dieser Becher, den ich mir bestellt habe. Das war der hier. Das ist jetzt meine Waffel. Okay, es sind wenigstens 2 Stück und das sind die Kirschen. Das ist mein anderes Eis geworden. Ja, und jetzt probieren wir das Ganze mal. Ganz kurzes Update. Mir ist so heiß, Leute. Mein Eis schmilzt hier auch schon weg. So heiß hier. Das ist richtig schnell am Schmelzen. Uiuiui, ich muss mich beeilen, Leute. Die wird langsam krüppelig. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Keine Ahnung, schmeckt wie normales Bananeneis. Also ich glaube, es gibt ein Ticken besseres, schmeckt so ein bisschen wie Industrieeis, aber es ist jetzt nicht so schlimm, also geht voll in Ordnung. Keine Ahnung, was die Leute so kritisiert haben, aber es schmeckt. So, jetzt kommen wir mal zu einem geilen Becher hier. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Super viel Sahne drauf und eine Traube oder so? Keine Ahnung. Ich schmecke irgendwie gar nichts. Ich schmecke nur Sahne. Aber das Eis hier, da ist so ein Eis drin, das schmeckt irgendwie nach kaum was. Ich weiß nicht, was das für eine Sorte sein soll, Leute. Ich kann das nicht herausschmecken. Ist das Kirschen? Was ist das für eine Sorte? Okay, probieren wir mal diese gelbe Sorte. Hier ist bestimmt Mango oder so. Ja, das ist ein Mango, aber schmeckt nur so ganz, ganz leicht, nicht so intensiv. Okay, was ist hier für eine Sorte? Das ist bestimmt, weiß nicht, Vanille? Was ist das für eine Sorte, Leute? Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Ja, das Eis schmeckt echt sehr gut. Die Früchte sehen auch frisch aus. Ich weiß, ich habe nichts auszusetzen. Klar, es könnte ein bisschen intensiver schmecken. Ich weiß halt nicht, was das für Sorten sind. Aber die Waffel wird jetzt das krasseste, glaube ich, von allen. Ich weiß nicht, die ist jetzt ein bisschen kalt. Könnte auch sein, dass ich zu lange gewartet habe, aber die wirkte auch vorne nicht so heiß, um ehrlich zu sein. Und die wirkt ein bisschen trocken. Aber wir packen jetzt die heißen Kirschen noch raus. Ich weiß gar nicht, wie man das so isst. Machen wir es einfach so hier rauf. Keine Ahnung.
aber die sind echt wie aus dem Glas. Einfach nur. Also das ist nicht selbstgemachtes oder sonst irgendwas. Ich glaube, die sind einfach so wie von Rewe oder Lidl aus dem Glas. So, ich habe hier einen Löffel mit einer Kirsche drauf, mit Waffel, mit ein bisschen Eis und Sahne. Und das schmeckt eigentlich voll in Ordnung. Obwohl die Waffel jetzt nicht mehr so heiß ist, schmeckt das eigentlich voll gut. Probier mal nur das Vanilleeis. Das schmeckt jetzt nicht so besonders. Schmeckt halt wie so Eis, was du bei Rewe und so bekommst, um ehrlich zu sein. Aber es ist halt Vanilleeis. Ich will jetzt ehrlich nicht doch so schlecht reden, weil es ist nicht schlecht. Es ist wirklich nicht schlecht. Aber der Preis ist halt heftig. Also 6 Euro. Okay, du bekommst 2 große Waffeln. Aber trotzdem schon ein bisschen krass, ne? Finde ich so. Keine Ahnung. Also vielleicht ein bisschen günstiger wäre besser. Ja, ich werde das jetzt so gut wie es geht aufessen, bevor mein Eis hier weiterhin schmilzt. Und dann sehen wir uns gleich. So Leute, der ist schon mal leer. Und hier habe ich schon halbwegs das Ganze aufgegessen, aber es ist echt viel. Ich finde, die Waffel kann man schon zu zweit essen, aber eine Kugel Eis ist schon ein bisschen wenig für 2 große Waffeln. Ich finde auf jeden Fall, dass es nicht die schlechteste Eisdiele ist. Es geht bestimmt noch schlechter, Leute. Also schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, auch von den Preisen. Wie viel kostet bei euch ein Eis? Schreibt es mal unbedingt unten rein und wir sehen uns auf jeden Fall gleich draußen. Ich musste 16,20 Euro zahlen, das ist jetzt mein Bon. Und irgendwie haben die beiden Eiskugeln, die ich bestellt habe, die ja normalerweise 1,60 Euro pro Stück kosteten, als Kinderbecher abgerechnet für 3 Euro. Das heißt ja, ich habe ja 20 Cent gespart. Wie nett ist das denn? Dafür, dass es die schlechteste Eisdiele sein soll. Wie nett! Ich würde jetzt nicht sagen, dass das beste Eis ist, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Ich habe auf jeden Fall schon mal Besseres gegessen. Leider konnte ich ja auch einige Sorten gar nicht rausschmecken irgendwie. Also sowas hatte ich noch nie. Und irgendwie schmeckte das Eis ein bisschen so wie gekauft, fertig gekauft. Aber man kann es essen und es ist vollkommen in Ordnung gewesen. Okay, die Preise sind dafür ein bisschen hoch, aber ja. Ich meine, draußen kostete eine Eiskugel 1,30 Euro oder so. Also 30 Cent mehr zu verlangen für eine Kugel drin, ist schon ein bisschen happig. Aber ja, sie haben das ja wieder wettgemacht, weil sie mir das als Kinderbecher abgerechnet haben. Deswegen ist es in Ordnung. Der Service war auf jeden Fall gut, ja. Die wirkten auch nicht gestresst oder unfreundlich, gar nichts. Dann musste ich noch nicht mal 3-4 Minuten warten und mein ganzes Essen bzw. mein Eis war da. Ich glaube, das geht bei einigen Eisdielen wirklich langsamer zu und die Bude war voll dort. Leute, das war echt voll. Da waren so viele Leute. Also wenn die so schlecht wäre, die Eisdiele, dann wäre doch nicht so viel los, oder? Ich habe auf jeden Fall viel Schlimmeres erwartet, vor allem bei der Waffel. Vor der hatte ich echt Angst. Aber das war voll in Ordnung und ich würde nicht sagen, dass es die schlechteste ist. Ich glaube, es geht wirklich schlimmer und lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wo ich als nächstes hingehen soll. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video.